Ja, ich denke, dass diese Amoris Laetitia viele schöne Teile enthält, in viele schöne Teile über die Liebe, über vieles Schöne, aber dass vielleicht 5% davon meines Erachtens sehr, also verschiedene schwerwiegende Probleme haben. Das eine ist, dass diese Fußnote, die berühmte 351, sagt, dass in manchen Fällen geschiedene Wiederverheiratete, die keine Annullierung ihrer ersten Ehe hatten, also keine kirchliche Nullitätserklärung, dass die in manchen Fällen auf ihrem Weg des Evangeliums und auf ihrem guten Weg bestärkt werden können durch den Empfang der Sakramente und dass heute man nicht mehr sagen kann, dass alle wiederverheirateten Geschiedenen in schwerer Sünde leben und dass sie sich daher weder exkommuniziert fühlen sollen und so weiter. Und diese Zulassung dieser Paare hat dazu geführt, dass radikal verschiedene Interpretationen gegeben wurden, was damit gemeint sein kann. Und die radikalste Interpretation, die aber sehr verbreitet ist, bei den philippinischen Bischöfen und bei dem Pater Scalfaro, der ein Mitautor scheinbar ist von der Enzyklika, von der apostolischen Exhortation Amoris Laetitiae und auch also eine Reihe anderer Interpreten, dass alle Paare ohne Unterschied in dieser Integration aller Paare, von denen der Papst in Amoris Laetitia spricht, auch gemeint sind zur Zulassung zu den Sakramenten. Und sowohl zur Lossprechung, der sakramentalen Lossprechung, ohne einen Willen zu erklären und eine Reue dafür, dass man in einem praktisch ehebrecherischen zweiten Verhältnis lebt, oder wie die Kirche sagt, ein bigames Verhältnis, weil solange das erste Eheband gültig ist, ist die Wiederverheiratung im Grunde eine Bigamie, sagt die Kirche. Und er sagt, Amoris Laetitia sagt, dass die zu den Sakramenten zugelassen werden können, zur sakramentalen Lossprechung, ohne dass sie diesen Weg ablehnen und dass sie auch zur Eucharistie zugelassen werden können, unter Umständen. Also es ist nur so eine sehr vage Fußnote. Aber immerhin führt es dazu, dass die ganze Welt darüber spricht, was damit gemeint ist. Und diejenigen, die sagen, dass also alle Paare, überhaupt Homosexuelle, Lesbierinnen, Ehebrecher, wieder verheiratete, geschiedene, was man will, weiß nicht, was alles, unter die irregulären Paare, neuer Begriff, fällt, dass die alle zugelassen werden können. Und die andere Interpretation ist die zum Beispiel vom Kardinal Burke oder vom Livio Melina, dem Präsidenten des Johannes-Paul-Instituts für Ehe und Familie und auch einiger anderer, dass nichts sich geändert hat an der Disziplin der Kirche. Auch der Kardinal Müller hat das in dem Sinne interpretiert, dass man Amoris Laetitia im Licht der Tradition lesen muss. Und daher ist nichts geändert worden an der sakramentalen Ordnung oder Disziplin der Kirche. Und also praktisch total verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, seit Amoris Laetitia, jetzt können alle zur Kommunion gehen, so wie die philippinischen Bischöfe in diesem radikalen Statement gesagt haben. Und die anderen sagen, nein, es ist genauso, wie es immer war und niemand kann gehen. Es wurde nichts geändert. Und dann gibt es die wie Rocco Buttiglione oder andere sagen, das ist nicht gemeint, dass alle Paare zur Kommunion gehen, sondern nur die in ihrer Gewissenserforschung und im Gespräch mit einem Priester sozusagen gute Ehebrecher im Stand der Gnade sind und für die Sakramente fruchtbar sind. Und dann gibt es die Bösen, die wirklich Ehebrecher sind und die wissen, dass sie eine schwere Sünde sind und die dürfen nicht zum Sakramenten. Also dann ist diese Unterscheidung sozusagen zwischen frommen Ehebrechern und zwischen bösen, richtigen, wirklichen Sündern. Und dann gilt das nur, je nachdem, für viele oder für wenige. Der Papst sagt, dass sehr viele heute
nicht mehr verstehen, die das Unrecht einer Wiederverheiratung als Geschiedener, und daher kann man nicht sagen, dass sie in eine schweren Sünde begehen, und daher nimmt er vielleicht an, dass es sehr viele sind, die da zur Kommunion gehen können, und andere sagen, nein, das sind ganz seltene Ausnahmen, die das nicht verstehen und so. Also das ist die Frage, ob viele oder wenige, aber jedenfalls, dass die Guten, sozusagen die frommen Ehebrecher, die ganz im besten Gewissen die Ehe brechen, die dürfen zu den Sakramenten gehen, aber die wissen, was sie tun, und die wirklich Ehebrecher sind nicht. Und dann gibt es noch die Interpretation, die ich ursprünglich für legitim gehalten habe, und eine Art Rettung dieser Fußnote 351, dass wenn das ein Typus von Paaren, die der Papst auch in Amoris Laetitia erwähnt, nämlich die eine Gewissensehe schließen, die also zum Beispiel keinen Zugang zu Kirchengerichten haben, weil sie auf irgendeiner Insel leben, aber die überzeugt sind, dass, oder weil sie extrem arm sind und können so einen Prozess nicht leisten, dass die aber überzeugt sind, dass ihre erste Ehe ungültig war, und vielleicht sogar aus ganz klaren Gründen, die aber nicht die Möglichkeit haben, eine kirchliche Annullierungserklärung zu haben und dann heiraten. Und andere, die vielleicht, die wissen, dass zum Beispiel ein Hindernis war, zum Beispiel ist ein Ehehindernis der Gültigkeit, wenn ein Ehepartner absolut kein Kind will. Dieses absolute Nein zu einem Kind ist ein Hindernis. Aber die Kirche verlangt in den Ehegerichtsprozessen, dass man Beweise dafür hat. Und zum Beispiel in dem Fall, in dem, es gibt ja allerdings jetzt den Klausel schon seit 1983, glaube ich, dass man statt Beweisen, wenn man keine Beweise hat, dann kann die Glaubwürdigkeit der Aussagen vom Gericht in Rechnung gesetzt werden. Und da ist es natürlich möglich, dass zum Beispiel der Mann sagt, meine Frau hat absolut kein Kind wollen zur Zeit des Eheschlusses, und dann ist es ungültig. Die Frau sagt, nein, das ist gar nicht wahr. Und wenn dann das Ehegericht der Frau glaubt, aber in Wirklichkeit hat sie wirklich Nein gesagt, Dann urteilt das Ehegericht, dass die Ehe gültig ist, aber der Mann kann wissen, dass sie eigentlich ungültig ist. Und dann, wenn er dann heiratet, sozusagen aus seinem eigenen Urteil, dass die Ehe ungültig war, dann habe ich gedacht, das könnte man verteidigen. Aber dann bin ich zum Schluss gekommen, dass man das nicht kann, dass das der Tradition und der Lehre der Kirche und sogar einem Anathema des Tridentinischen Konzils widerspricht. Und darum habe ich diese Meinung, habe ich auch diesen Punkt abgelehnt, sodass ich eigentlich nur die erste Antwort auf die Frage, wer kann jetzt zugelassen werden, nämlich die, dass niemand, dass es genau so ist, wie es war, und dass nichts geändert wurde durch Amoris Laetitia. Diese Meinung bin ich jetzt. Nicht, dass es eine Interpretation des Textes ist, weil der Text von Amoris Laetitia sicherlich manche Ehepaare zulassen will in dieser berühmten Fußnote 351. Zu den Sakramenten, aber dass das nicht wirksam war, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass man mit einer Fußnote, die außerdem nicht sehr klar formuliert ist, kann man nicht 2000 Jahre Tradition der Kirche und das kanonische Recht ändern und den Katechismus der katholischen Kirche, der das ganz klar sagt, dass die nicht zu Sakramenten zugelassen sind. Also dass die Form nicht dazu genügt. Aber dann gibt es noch das Argument, dass Kardinal Caffara und Kardinal Müller und eine ganze Reihe, also es gab ja zwei Bücher während der Bischofssynode über die Familie, ein Buch von 11 Kardinälen, ein anderes von 5 Kardinälen und dazu noch ein Buch von Kardinal Müller, das gerade auf Spanisch vor kurzem erschienen ist, in denen alle sagen, dass es, und dabei folgen sie Papst Johannes Paul II., dem heiligen Papst Johannes Paul, der in Nummer 84 von Familiaris Consortia sagt, dass dieser Ausschluss von den Sakramenten der geschiedenen Wiederverheirateten, die ohne ein Zertifikat der Nullität ihrer ersten Ehe wieder heiraten, dass das Ausgeschlossensein von den Sakramenten auf der Heiligen Schrift selbst, aus dem Wort Gottes selbst beruht und daher ein unveränderlicher Teil
der Lehre der Kirche ist. Und diese Kardinäle und viele andere Theologen und viele andere Persönlichkeiten schließen sich diesem Urteil an. Und natürlich, wenn die Zulassung zu den Sakramenten der geschiedenen Wiederverheirateten, die ohne Erklärung der Nullität ihrer ersten Ehe wiederheiraten, wenn das in der Heiligen Schrift selbst begründet ist und in der unwandelbaren Lehre der Kirche, dann natürlich kann der Papst das nicht ändern, auch wenn er es ändern will. Weil der Papst kann nicht über die unfehlbare Lehre der Kirche sich erheben. Ich meine, das geht nicht. Auch der Papst kann sich nicht sozusagen alles leisten. Die andere Teil, das, was vielleicht noch gravierender ist als diese Zulassung zu den Sakramenten, was mich veranlasst hat, diesen Artikel zu schreiben, ist, dass es eine Reihe von Aussagen gibt, die nichts zu tun haben mit der Zulassung zu den Sakramenten, die meines Erachtens erstens ganz klar Veritatis Splendor und Evangelium Vitae widersprechen und der Lehre von Johannes Paul II., die ich in vielen Aufsätzen seit Jahrzehnten verteidigt und philosophisch begründet habe, dass es in sich schlechte Handlungen gibt, die unter keinen Umständen und auch nicht zu noch so noblen Zwecken zu rechtfertigen sind, wie zum Beispiel die Abtreibung, wenn man sagt, ja, aber das Kind ist schwer behindert oder ist eine Vergewaltigung oder man kann eine Abtreibung begehen, weil die Mutter psychisch zusammenbricht und so weiter. Also dass das eine Handlung ist, die Abtreibung, die in sich schlecht ist und die man nie rechtfertigen kann, auch durch was immer für edle Zwecke nicht. Und diese Lehre wird meines Erachtens in verschiedenen Passagen von Amoris Laetitia ganz in Frage gestellt oder geleugnet. Und aufgrund dieses Widerspruches zu dieser Lehre, aber es gibt ein paar andere, zum Beispiel den Satz, dass niemand für immer verurteilt wird, der von vielen interpretiert wird als eine Leugnung der Hölle vom Papst in Amoris Laetitia. Und das widerspricht verschiedenen Dogmen der Kirche. Und drum ist die Frage, ob es, also so diese Frage von Sätzen, die, wo ich den Papst in einem persönlichen Brief, den ich vor dem Artikel ihm geschickt habe, und auch in dem Artikel sozusagen den Papst anflehe, dass er diese Aussagen, die direkt im Gegensatz zu der Lehre der Kirche stehen, widerruft. Und ich meine, es nicht genügt nicht, dass man sagt, man muss es klären, sondern meines Erachtens müsste der Papst einige Aussagen in Amoris Laetitia widerrufen als falsch. Und das ist ein etwas, was der Papst durchaus kann. Der Papst Johannes der 22. hat zum Beispiel die Häresie vertreten, die später von seinem Nachfolger verurteilt wurde als Häresie. Hat er die Lehre vertreten, dass die Seelen der Bösen und der Guten bis zum jüngsten Tag nicht weder in die Hölle noch in den Himmel kommen. Und dass sie sozusagen da unter dem Altar ruhen und im Grab und dass sie da irgendwie die Seele beim toten Leichnam ist, bis die Auferstehung kommt. Und das widerspricht natürlich völlig zum Beispiel der Liturgie, wo die Heiligen angerufen werden und ihre Fürbitte angerufen werden und die ganze Heiligenverehrung und wo man bittet, dass der heilige Josef oder uns beisteht durch seine Fürsprache im Himmel. Und wenn die alle gar nicht dort sind, dann ist zum Beispiel dieser ganze Teil der Liturgie eine Art absurde Fiktion. Und darum haben vor allem die Laien sich gewehrt, gegen diese Häresie vom Johannes dem 22. Und er hat selber einen Tag vor seinem Tod in einer Bulle widerrufen, hat selber seinen eigenen Irrtum widerrufen. Und das kann ein Papst, wenn er was Falsches sagt. Und ich glaube, auch als Laie hat man jedes Recht dazu, zu sagen, was sie da sagen, ist direkt im Gegensatz zur Lehre der Kirche, denn die Unfehlbarkeit des Papstes betrifft nur die feierlich als Dogmen verkündeten Sätze. Also zum Beispiel die leibliche Aufnahme Mariens
durch Papst Pius XII oder die unbefleckte Jungfrau durch Pius IX. Das sind vom Papst formulierte Dogmen, die er allerdings auch nur formulieren kann, weil die Tradition der Kirche und die Überlieferung der Kirche diese Lehren enthalten. Ich kann nicht einfach neue Dogmen erfinden. Aber praktisch kommt das ganz selten vor. Man könnte sagen, dass in Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. Ein Dogma ist, wo er sagt, mit der Autorität des heiligen Petrus sage ich das, dass man die Menschen von der Empfängnis an als Person achten muss und so. Und da kann man sagen, das ist eine Art Dogma, dass der Mensch schon mit der Empfängnis, schon vom Moment der Empfängnis an eine Person ist und die ganze Würde der Person hat und daher die Tötung durch Abtreibung ein Mord ist. Das kann man als Dogma betrachten, seit der Enzyklik Evangelium Vitae. Aber vorher zum Beispiel der heilige Thomas von Aquin meint, dass die Beseelung erst später kommt, nicht gleich mit der Empfängnis. Und darum wurde das nicht immer so behandelt. Aber wenn ein Papst, das, wie gesagt, es kommt zu einem ein, zwei Mal pro Jahrhundert vor, dass ein Papst etwas Unfehlbares sagt. Und wenn er sonst redet und irgendeine Rede hält irgendwo, oder wenn er auch eine Exhortation, eine apostolische Exhortation sagt, dann glaube ich, muss man ehrfürchtig vor dem Lehramt lauschen und was wahr und Schönes heraus annehmen, aber man muss auch nicht aufhören zu denken. Und meines Erachtens ist Vernunft und Glaube sollen Hand in Hand gehen. Und man kann nicht einfach, weil irgendein Papst irgendwas sagt, sagen, ja, das war wunderschön und ganz wahr. Und die Geschichte der Kirche zeigt, dass der heilige Athanasius zum Beispiel hat den Papst Liberius heftig kritisiert, wie er eine Art Kompromiss mit der großen arianischen Häresie beschlossen hat oder unterzeichnet hat, die praktisch den Kern des Glaubens, der im ersten Konzil von Nicea formuliert war, dass Christus nicht nur Gott ähnlich, dem Vater ähnlich ist, sondern dem Vater gleich, eines Wesens mit dem Vater ist. Was wir im Credo, im großen Credo beten, im nicenischen Credo, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, wir glauben an Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Und dieses Dogma, das irgendwie den Kern des Christentums ausmacht, weil sonst ist Christus nur eine Art Prophet oder eine Art Erzengel, wie die zum Beispiel die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Und der heilige Paulus im Hebräerbrief kämpft ja mit den Juden, die Jesus so interpretiert haben und sagt, zu welchem Engel hat Gott je gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. So, die wahre Gottheit Christi ist auch zum Beispiel in den Briefen vom heiligen Paulus ganz stark betont. Aber als Dogma wurde es erst erklärt im Kampf gegen die Arianer. Und da waren weit über die Hälfte der Bischöfe, haben diese Grundheresie des Christentums, den Arianismus vertreten. Und wenn nicht der Laie, kirchlich gesehen, der Laie, Kaiser Konstantin dahergekommen wäre und dieses Konzil einberufen und geleitet hätte und den Bischöfen erklärt hätte, dass sie sich im Irrtum befinden, dann wäre dieses Dogma nie entstanden. Und später ist er dann wieder abgefallen und hat aus politischen Gründen einen Kompromiss zwischen Arianern und nizäischen Christen machen wollen. Und da hat der heilige Athanasius ihm auf das Heftigste widersprochen. Und dann hat der Kaiser den heiligen Athanasius exkommunizieren lassen in einem Konzil oder einer Synode in Arles, in Südfrankreich. Und der Papst Liberius, der am Anfang ganz auf der Seite des nizäischen Glaubensbekenntnisses stand, hat den Kaiser sehr widersprochen und sehr kritisiert, dass er den Athanasius, einen großen Kirchenvater, exkommuniziert hat lassen durch irgendwelche Bischöfe in Arles. Dramatisch war es in der Kirche schon damals. Und dann aber ist der Kaiser selbst
Ja, dann ist der Papst selbst verbannt worden vom Kaiser, nach Mailand, glaube ich, verbannt worden, ist aus Rom weggeschafft worden vom Kaiser, der da in die Kirche ziemlich brutal eingegriffen hat. Zuerst sehr gut im ersten Nizäischen Konzil und dann sehr schlecht. Und dann hat der Papst Liberius auch begonnen, so Kompromisse mit den Arianern zu schließen, was dazu geführt hat, dass der Kaiser ihn wieder als Papst nach Rom zurückkommen hat lassen. Und da hat der heilige Athanasius allen diesen Kompromissen und dem Papst und seiner Halb-Semi-Häresie widerstanden hat, hat der Papst Liberius den heiligen Athanasius ein zweites Mal exkommuniziert. Und so, und das wurde dann aber wieder aufgehoben. Und damals waren in diesen Zeiten mit der arianischen Häresie waren Bischöfe, einfache Bischöfe, die nicht der Papst waren, wie der heilige Athanasius, oder auch Laien, wie der Konstantin, entscheidend für die Bewahrung des Glaubens. Und das gibt es bei der heiligen Katharina von Siena und ihren Kritiken der beiden Päpste. Und da gibt es viele Beispiele, wo das ist. Und sogar, und ich habe auch schon in manchen Punkten den heiligen Papst Johannes Paul gesagt, wenn ich gedacht habe, dass er was Falsches sagt, habe ich ihm geschrieben, dass ich das falsch finde. Und meistens hat es nicht geändert, aber ich habe es versucht. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass eine Rede, die der Papst Johannes Paul gehalten hat, an die Explantationschirurgen, in denen er dieses neue Kriterium des Todes, das 1968 eingeführt wurde von einer Harvard-Kommission, ein Jahr nach der ersten Herzexplantation oder Transplantation, wurde von einem Team der Harvard-Universität in Amerika, einer der berühmtesten Universitäten der Welt, wurde ein Urteil gefällt, dass der Tod nicht mehr wie bisher der Herzstillstand und der Ausfall des Herz, des Kreislaufs und der Lungentätigkeit und die dann darauf folgenden Erscheinungen darstellt, sondern dass ein Mensch mit schlagendem Herzen und der noch atmen kann, tot erklärt werden kann, wenn sein Gehirn in einer irreversiblen Weise funktionsunfähig geworden. Und dieses Kriterium des Hirntods habe ich bekämpft seit Jahrzehnten, seit dem ersten Tag, an dem ich davon gehört habe. Und es scheint mir eine Konstruktion aus pragmatischen Gründen, und das sagt auch dieses Urteil von Harvard, das ist, damit sie nicht mehr die Leute so lange in den Intensivstationen an Maschinen halten müssen, und vor allem wegen der Explantation der Organe. Wenn man natürlich ein lebenswichtiges Organ wie das Herz jemand herausnimmt, dann bringt man ihn um, wenn er noch lebt. Also damit man das tun kann, ohne des Mordes schuldig zu werden, muss man erklären, dass er schon tot ist. Und nämlich wenn er wirklich tot ist, dann ist es sehr schwer oder fast unmöglich, noch sein Herz zu explantieren, weil das gleich verfällt und nicht mehr eingepflanzt werden kann. Da war ich der Meinung, dass das ein falsches Urteil des Papstes war in dieser Rede. Und er sollte das in der Kirche, und habe ich auch damals dem Kardinal Ratzinger gesagt, wer da noch Kardinal war, dass man das ablehnen sollte, dieses Hirntodkriterium. Auch der Professor Spemann hat das dem Papst Benedikt wiederholt gesagt, dass man das ablehnen soll, weil er ist auch meiner Meinung, dass das ein ganz falsche Definition des Todes ist. Und das ist nicht geschehen, weder vom Papst Johannes Paul noch vom Papst Benedikt. Das ist ein Beispiel. Ja, ich glaube, das ist möglich. Also das ist, was der Professor Buttiglione interpretiert, das Amoris Laetitia für diesen Fall. Ich meine, es kann sein, wenn jemand aus unschuldigen Gründen, ohne eigene schwere Schuld, nicht erkennt, dass diese Wiederverheiratung oder der Ehebruch, der darin liegt, schlecht ist, dann würde ich nicht absolut ausschließen,
Aber ich meine, dass die Kirche nicht und auch der Sünder nicht behaupten kann oder annehmen kann, dass dieser Ehebrecher unschuldig ist, sondern das ist, Gott weiß es, und es könnte sein, dass einer einmal in gutem Gewissen eine objektiv schwere Sünde begeht. Ob das auch im Ehebruchfall gilt, wo der heilige Paulus sagt, dass auch die Römer, die Heiden, keine Entschuldigung hatten, weil dieses Gesetz Gottes in ihr Herz eingeschrieben ist. Also dass, wenn die 10 Gebote sozusagen etwas sind, das jeder weiß im Grunde, auch wenn er es verdrängt oder blind wird und so weiter, dann denke ich, dass es selten ist. Vor allem, ich glaube, dass in Amoris Laetitia und in den Argumentationen von Professor Buttiglione zur Verteidigung von Amoris Laetitia eine Art logischer Trugschluss liegt. Und zwar der, dass wenn jemand nicht weiß, nicht erkennt oder blind dafür ist, dass das, was er tut, eine Sünde ist, dann ist er unschuldig. Weil der katholische Katechismus und die Evidenz der Philosophie sagt natürlich, dass wenn man, um eine schwere Sünde zu begehen, ist vorausgesetzt erstens, dass man es weiß, dass das, was man tut, schlecht ist oder sogar schwerwiegend schlecht ist. Und zweitens, dass man einen freien Willen hat und es ausdrücklich und willentlich tut. Und die Amoris Laetitia nimmt an, weil so viele nicht mehr wissen, dass das schlecht ist und glauben, das ist ganz in Ordnung. Deshalb sind sie sozusagen unschuldige Sünder, die zur Kommunion gehen können, ohne dass sie und zur Beichte gehen können, ohne dass sie ihr Leben ändern wollen, weil sie es nicht verstehen, sozusagen so unzurechnungsfähige, schwere Sünder, die im Stand der Gnade sind, so halb idiotische Sünder. Und ich glaube, dass diese Auffassung setzt voraus, dass macht die stillschweigende Voraussetzung, dass wenn jemand nicht mehr sieht, dass etwas, was er tut, schlecht ist, dann ist er unschuldig. Aber er kann sehr schuldig sein für die Blindheit, dafür, dass er das nicht mehr sieht. Und zum Beispiel gibt es die Hildebrand, der große deutsche Philosoph, hat da ein wunderbares Buch geschrieben über die Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, eine Habilitationsschrift, in der er zeigt, dass es verschiedene Formen der ethischen Wertblindheit gibt, die ihre Ursache in moralischen Fehlhaltungen oder in Sünden sind. Zum Beispiel ein klarer Fall ist die Abstumpfungsblindheit. Wenn jemand wiederholt eine Sünde begeht und sie nicht bereut und nicht zurücknimmt, dann ist eine natürliche Wirkung dessen, dass er mehr und mehr blind wird dafür, dass das, was er tut, unrecht ist. Zum Beispiel habe ich ein Interview gesehen mit einem Mörder, einem amerikanischen Mörder, der 30 Menschen in der brutalsten Weise ermordet hat. Und der hat in Amerika werden ja alle dann vom Fernsehen eingeladen, ihre Einstellung zu ihren 30 Morden zu schildern für das Fernsehpublikum. Und der hat gesagt, dass er überhaupt das völlig in Ordnung hält. Dass um Geld willen hat er all diese Leute umgebracht. Und er war ein wunderbarer Familienvater. Seine Frau hat gesagt, dass er wunderbare Weihnachtsgeschenke gebracht hat, seine Kinder geliebt hat und so weiter. Aber er war ein Massenmörder. Und er hat eben, ich glaube, das erste Mal hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber wenn er dann so eines nach dem anderen umbringt, und so, glaube ich, geht es vielen Abtreibungsärzten, vielen Ehebrechern, vielen anderen. Und diese Abstumpfungsblindheit, die voraussetzt, dass man nicht bereut die Sünde, nachdem man sie begeht, sondern dass man sich sozusagen immer mehr darin verhärtet. Und dann hat diese wiederholt begangene Sünde ohne Umkehr, ohne Reue eine Art verblendende Wirkung. Aber die hebt die Schuld nicht auf, sondern und der Katechismus zum Beispiel der katholischen Kirche sagt, dass diese Blindheit, die selbstverschuldete Blindheit, sogar die Sünde schlimmer macht, als wenn man es klar weiß, dass dadurch, dass so eine neue Stufe der Schuld entsteht durch diese Blindheit. Und darum glaube ich, dass die wahrscheinlich wahre Bemerkung von Amoris Laetitia, dass ein großer Teil der geschiedenen Wiederverheirateten gar nichts mehr Schlimmes drin sehen, nicht als Beweis fungieren kann, dass die alle unschuldig sind.
und dass sie daher zu den Sakramenten gehen können. Weil diese Blindheit dafür, dass der Ehebruch ein Unrecht ist, ist nicht, meines Erachtens kann man nicht annehmen, dass es eine ganz unschuldige Sache ist. Da gibt es ja diese Stelle, dass die Werte in so einer Wiederverheiratung geschieden sogar so groß sein können, dass das, was ich eine andere direkt mit dem Konzil von Trient im Widerspruch stehende Bemerkung finde, für die ich wegen derer ich den Papst dringend gebeten habe, er soll das zurücknehmen, weil es direkt dem Dogma widerspricht. Und da, dass sozusagen, da sagt der Papst in Amoris Laetitia, dass ein solches Ehepaar, das eigentlich in Ehebruch lebt und wiederverheiratet geschieden ist, kann erkennen, es als Wille Gottes für sich, dass in ihrer Situation das Beste, was sie tun können, ist, weiter so zu leben. Und sogar, wenn die Kirche hat ja immer verlangt, wenn aus schwerwiegenden Gründen, zum Beispiel wegen der Kinder und der Erziehung in einer zweiten Ehe, wenn die beiden Ehepartner zusammen bleiben sollen, dass sie dann beschließen müssen, enthaltsam zu leben, vollkommen enthaltsam zu leben, also nicht die geschlechtliche Vereinigung haben. Und der Papst sagt, wenn dieser Ratschlag der Kirche, nennt er das, aber es ist eigentlich also bei Johannes Paul ein klarer Gebot der Kirche, wenn dieser Ratschlag der Kirche, diese Möglichkeit, die Kirche bietet, so drückt sich Amoris Laetitia aus, dazu führt, dass einer der ehebrecherischen zweiten Ehepartner erkennt, dass wenn er den Geschlechtsverkehr ablehnt, nicht erlaubt dem neuen Ehemann oder Partner, neuen Partner, dann führt das zur Untreue dieses Partners ihm gegenüber. Und dieser Wert, und um diesen Unwert nicht zuzulassen, der Untreue, ist es berechtigt, dass sie weiter zusammen, dass also der wiederverheiratete Geschiedene den Geschlechtsverkehr zulässt. Und das halte ich erstens für eine Auffassung, dass man sozusagen die Untreue zweier Ehebrecher gegeneinander für ein größeres Übel erklärt, als die Tatsache, dass sie sozusagen in treuer Ehebruch zusammenleben. Das ist eigentlich, für mein Gefühl, widerspricht einer ganzen Reihe von kirchlichen Dogmen, über dem Tridentinischen Konzil vor allem und von päpstlichen Aussagen. Und es erklärt etwas, was in sich schlecht ist, wie den Ehebruch, für etwas, was zur Abwendung der Untreue der beiden Ehebrecher gegeneinander berechtigt sein kann oder sogar Gottes Wille sein kann. Und er sagt nicht nur der Papst, dass es eine, in Amoris Laetitia, dass es ein irrendes Gewissen geben kann, indem jemand unschuldigerweise das tut, weil er glaubt, dass es richtig ist, sondern er sagt, dass sie erkennen können in ihrem Gewissen, dass Gottes Wille ist, für sie nicht diese Enthaltsamkeit zu leben. Und das, denke ich, widerspricht klar der Veritatis Splendor, wo der Papst ganz klar lehrt, dass es in sich schlechte Handlungen gibt, die nie gerechtfertigt werden können. Und dazu gehört natürlich der Ehebruch. Und in Amoris Laetitia wird auf einmal der Ehebruch unter Umständen für was Besseres erklärt, als ihn nicht zu begehen. Und das, also insofern habe ich die Verpflichtung gefühlt, was immer für mich die Konsequenz ist, und auch wenn man mich umbringt oder wenn man mir meine Stelle wegnehmen will oder wenn man mir weiß nicht was, das muss ich sagen als Katholik und als denkender Mensch. Und ich kann nicht einfach schweigen und sagen, alles wunderbar, der Papst Franziskus widerspricht dem Papst Johannes Paul und einigen Dogmen der Kirche und so weiter. Ich meine, ich glaube, die Laien, alle Katholiken haben die Verantwortung, auch zu wachen über den Glauben. Und in der Geschichte der Kirche haben oft Laien die Päpste zurechtgewiesen, wenn sie abgewichen sind. Schon das erste war schon der heilige Paulus. Ich weiß nicht, ob er da schon Bischof war, aber jedenfalls
der den ersten Papst, den Christus selbst eingesetzt hat, den heiligen Petrus, hat er heftig kritisiert, öffentlich kritisiert. Und der heilige Thomas sagt, dass es eine Pflicht des Christen ist, wenn jemand öffentlich etwas sagt, wie der Papst mit Petrus damals, dass dann Paulus die Pflicht hatte, ihn öffentlich zu kritisieren und nicht privat, sondern nur wenn jemand privat sündigt, dann darf man nicht öffentlich seine privaten Sünden kritisieren. Aber wenn er öffentlich etwas Unrechtes sagt, dann muss man ihn öffentlich kritisieren. Und ich glaube, das gilt auch heute. Und auch ohne ein heiliger Paulus zu sein, was ich nicht prätendiere, glaube ich, hat jeder denkende Mensch und katholische Philosoph oder Theologe oder Bischof, die leider außer dem Bischof Athanasius Schneider ziemlich weitgehend schweigen, aber meines Erachtens hätten sie alle die Pflicht, sowas an den Papst zu schreiben und ihn dringend zu bitten, diese Aussagen zurückzuziehen, weil sie direkt im Widerspruch stehen mit der Tradition der Kirche, mit der Lehre der Kirche, mit den Enzykliken seiner Vorgänger, mit dem Tridentinischen Konzil und so weiter und mit dem Evangelium selbst, meiner Meinung nach. Dann weiß Gott. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, eine Möglichkeit ist, dass dann sein Nachfolger es korrigiert, der Professor Spemann in seinem sehr, sagen wir mal, knappen Interview hat gesagt, also entweder er korrigiert selber oder sein Nachfolger muss es machen. Und zum Beispiel im Fall von Papst Johannes dem 22. hat sein Nachfolger es als heretisch erklärt, in einer eigenen, ich weiß nicht, Bulle oder Enzyklika. Aber der Papst Johannes der 22. selbst hat es am Tag vor seinem Tod auch als heretisch oder als irrig zurückgenommen. Also ich glaube, wenn er es nicht zurücknimmt, kann der Nachfolger es als Heresie verurteilen. Das ist mehrmals geschehen. Mehrere Päpste manche sind noch Jahrhunderte nach ihrem Tod, ich glaube, der Papst Liberius, Jahrhunderte nach ihrem Tod noch vom Konzil als heretisch verurteilt worden und alle ihre Bücher wurden verbrannt. Deshalb. Und die Kirche lebt lang und es gibt die Fälle, wo ein Nachfolger eines Papstes das verurteilt hat. Aber ich hoffe sehr, dass der Papst Franziskus, wenn er erkennt, dass das direkt im Widerspruch zur Lehre der Kirche steht, dass er es zurücknimmt. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt jetzt einen offenen Brief von, ich glaube, 45 Philosophen und Theologen, die von Professoren der Universität Oxford, auch einer der berühmtesten der Welt, organisiert wurde. Im Prinzip bringen die sehr ernsthafte Konflikte zwischen der Amoris Laetitia und der Lehre der Kirche, verschiedenen Konzilen. Es ist ein unglaublich gut dokumentiertes und studiertes Buch, also ein Brief. Und die sagen auch, dass er das selber zurücknehmen sollte. Und ich glaube, ich hoffe, dass er es tut. Weil ich hoffe, dass er nicht darauf beharren will, wenn er sieht, dass er sich geirrt hat. Meines Erachtens ist die Trennung von Pastoral und Lehre ein fataler Irrtum, weil die Pastoral, damit sie eine echte Pastoral ist, muss auf der Wahrheit gründen. Man kann nicht eine Pastoral haben, die sozusagen gegen die Wahrheit da die Seelen betreut, weil man sie dann in Irrtum führt oder sie bestärkt im Bösen. Und darum ist es eine, sozusagen pastoral, muss man sagen, ja, es gibt viele Fälle, wo die Mütter abtreiben und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das kann nicht da so die Lehre und so reine abstrakte Prinzipien und so. Aber ich meine,
Das ist ein anderer Punkt, der in Amoris Laetitia man kritisch sehen kann, dass eine Art von situationsethischen Begriff, dass sozusagen es keine Regeln gibt, keine moralischen Gesetze gibt, die unter allen Umständen gelten. Und natürlich, wenn man das leugnet, dann kann man sagen, man muss pastoral auf alle Situationen eingehen und alle konkreten Gewissensumstände und Irregularitäten der Paare und daher kann man nicht so urteilen, dass das eine Sünde ist oder nicht eine Sünde ist und immer eine ist. Und so eben wie der Fall von dieser Frau, die den Geschlechtsverkehr mit ihrem Partner, mit dem sie praktisch im Ehebruch lebt, nicht ablehnen wollte, damit er nicht ihr untreu wird, weil er das nicht sozusagen akzeptiert hat von der Kirche. Aber natürlich widerspricht ganz der, meines Erachtens, nicht nur der Enzyklika Veritatis Splendor vom heiligen Papst Johannes Paul, sondern auch der ganzen Tradition und Lehre der Kirche und auch einer ethischen Einsicht, dass ein Akt, der seiner Natur nach schlecht ist, kann man nicht rechtfertigen durch gute Wirkungen. Im Grunde ist das eine ethische Einsicht, die Sokrates Jahrhunderte vor dem Christentum getroffen hat, indem er in seinem Triton, in einem Dialog von Platon, dem Schüler, der ihn überreden will, zu fliehen aus dem Gefängnis. Und Sokrates meint, dass er es schuldet zu seinem Staat, auch wenn er ungerecht verurteilt wird, weil Sokrates war überzeugt, dass sein Todesurteil ungerecht war, aber dass er dennoch, um nicht die Autorität des Staates zu gefährden, dieses Urteil annehmen muss und nicht fliehen darf. Und da spricht er davon, dass man nie ein Unrecht tun darf, auch wenn man ein Unrecht erlitten hat. Und dieser berühmte Satz von Sokrates, dass man auf keinen Fall ein Unrecht tun kann, auch wenn man eines erlitten hat. Oder aus Rache oder aus Vergeltung oder auch um ein anderes Übel zu verhindern, darf man kein Unrecht tun. Und das ist, glaube ich, eine Einsicht der Ethik, eine universale Einsicht der Ethik, die auch natürlich in den 10 Geboten Gottes formuliert ist. Und meines Erachtens das in Frage zu stellen und zu sagen, ja, es gibt Situationen, in denen man doch Ehebruch begehen kann und das ist noch das Bessere und sich da nach der Wahrheit zu richten, ist da nicht gut. Der Papst geht ja so weit, das ist ein anderer Satz von Amoris Laetitia, dass er sagt, auch wenn jemand klar erkennt, dass er gegen das Gesetz handelt, dann kann es doch sein, dass er sozusagen da weitermachen kann in seinem sündigen Verhalten. In bestimmten Situationen, wie zum Beispiel diese Frau, die den Verkehr zulässt, obwohl sie überzeugt ist, dass das eine Sünde ist. Aber um ein anderes, wie er sagt, größeres Übel, das kritisiere ich auch, weil ich denke, dass die Verletzung des Ehebandes, eines sakramentalen Ehebandes, immer ein größeres Übel ist als ein Ehebruch, eine Untreue zwischen zwei Ehebrechern. Zum Beispiel nehmen wir an, jemand ist verheiratet und geschieden und dann wieder verheiratet. Dann betrachtet die Kirche das als Bigamie oder als Ehebruch. Und ich glaube, es ist objektiv ein Ehebruch und daher ist es auch sündig. Aber das heißt natürlich nicht, dass menschlich gesehen es nicht noch bestimmte Werte geben kann, die sich unterscheidet von noch schlimmeren Sachen. In gewisser Weise zum Beispiel, wenn ein solcher wiederverheirateter Geschiedener ständig untreu ist seinem Ehepartner und also seinem neuen Partner und Promiskuität betreibt und in Bordelle geht und mit jeder Frau, die er auf der Straße trifft, schläft und so weiter, dann ist das natürlich, sagen wir, menschlich gesehen ein viel, viel verächtlicheres, schlimmeres Verhalten, als wenn er in dieser Beziehung treu lebt. Zum Beispiel Johannes Treu, der 18 Jahre auf eine Annullierung gewartet hat von der Kirche, weil man damals gar nicht wieder heiraten konnte. Und seine Frau war ein ziemliches Luder, die schon nach kürzester Zeit alle möglichen Verhältnisse hatte und die dann ihm weggelaufen ist zudem. Aber zum Beispiel hatte er mit einer anderen Frau gelebt, die ihm sehr treu war und er war ziemlich untreu.
Und da kann man nicht sagen, dass diese Untreue absolut neutral ist und das ist, dass zum Beispiel die treue Liebe dieser zweiten Frau einfach überhaupt keinen Wert hatte. Insofern auch zum Beispiel Homosexuelle können zum Beispiel rein menschlich gesehen eine echte Liebe zueinander haben. Alcibiades, Sokrates zum Beispiel in dem platonischen Dialog Symposium beschreibt Alcibiades in einer wunderbaren Rede über Sokrates, der all seinen homosexuellen, also physischen homosexuellen Annäherungen immer Nein gesagt hat. Und deshalb beschreibt Alcibiades, wie wunderbar Sokrates war und ihn immer seine eigene Schlechtigkeit vor Augen gestellt hat. Aber Alcibiades hatte eine ganz tiefe Liebe zu Sokrates und eine Art von homosexueller Liebe. Also nicht einfach eine rein Freundschaft, sondern er war verliebt in Sokrates und vielleicht in gewisser Weise Sokrates in ihn. Und insofern, wenn zwei Homosexuelle nicht ihre Homosexualität ausleben, dann kann natürlich ihre Liebe an sich einen Wert haben. Und man kann auch sagen, wenn zwei Homosexuelle menschlich einander achten, einander lieben, sind gewisse Werte da, die ein homosexuelles Paar, die einfach nur sich gegenseitig masturbieren und die einfach nur einen Sex isoliert von allen menschlichen Werten haben, nicht haben. Insofern kann man nicht zum Beispiel sagen, dass die Liebe des Alcibiades zu Sokrates, der immer, Alcibiades wollte immer also homosexuelle Akte mit Sokrates begehen, die Sokrates abgelehnt hat, aber man kann nicht sagen, dass die Liebe des Alcibiades zu Sokrates absolut wertlos und ohne jeden Wert ist. Aber ich glaube, wenn man so redet wie der Kardinal Schönborn über die Werte, auch den Amoris Laetitia, die Werte, die wir sehen müssen in ehebrecherischen und homosexuellen Beziehungen, ist, glaube ich, eine gefährliche Rede, weil man dann sozusagen den Hauptpunkt nicht mehr sieht, nämlich dass das an sich eine schwer unrechte Sache ist und dass diejenigen, die wieder verheiratet und geschieden sind, eben, wie der Papst Johannes Paul schreibt, in familiares Konsortium verpflichtet sind, sich ihrer sexuellen Kontakte zu enthalten. Aber natürlich, wenn sie sich lieben, kann die Liebe einen Wert haben, aber wenn man sozusagen den Unwert der homosexuellen Akte oder des Ehebruches verschiedengeschlechtlicher Partner nicht mehr sieht oder so herunterspielt und sagt, wie wunderschöne viele Werte da in homosexuellen und ehebrecherischen Beziehungen bestehen, dann glaube ich, trägt es sehr zur Verwirrung bei. Irreguläre Situationen, ja, das ist eine Neuheit in der kirchlichen Terminologie. Aber ich glaube, ich meine, objektiv heißt einfach, objektiv in schwerer Sünde lebende Paare, die sind in irregulären Situationen. Aber das ist natürlich wie eine Art Euphemismus, das zu sagen, statt zu sagen, Menschen, die objektiv in schwerer Sünde leben, sagt man, Paare, die in irregulären Situationen leben. Aber natürlich, erstens ist nicht die Situation irregulär, sondern ihre Handlung. Und zweitens, wenn man etwas, das objektiv schwer sündhaft ist, als nur irregulär bezeichnet, das ist, ich meine, irregulär, zum Beispiel, wenn ich im Verkehr 60 oder 70 oder 80 Kilometer fahre auf einer Straße, wo 50 vorgeschrieben ist. Das ist irregulär gegen eine Regel des Verkehrs, aber hier handelt es sich nicht nur um irgendwelche Irregularität, sondern handelt sich es klingt so, wie wenn es nur ein Abweichen von irgendeinem positiven Gesetz oder irgendeiner Regel wäre, während in Wirklichkeit spricht der Papst eigentlich in diesen Fällen von Handlungen oder von Lebensweisen, die objektiv von der Kirche immer als schwer sündhaft betrachtet wurden und es auch sind. Und darum, ich verwende zwar in meinem
Aufsatz über Amoris Laetitia, diesen Ausdruck allerdings in Anführungszeichen, aber die, ich finde, dass es sozusagen eine sprachliche Versuchung darstellt, etwas mit einem anderen Namen zu nennen und dadurch den Leuten den Eindruck zu geben, dass es eh nicht so schlimm ist. Das ist ein bisschen irregulär. Also ich finde, es wäre besser zu sagen, Menschen, die objektiv in einer schweren Sünde leben. Und ob sie es subjektiv begreifen, ob sie subjektiv zu verurteilen sind, das weiß letzten Endes nur Gott. Aber meines Erachtens sollte die Kirche nicht sozusagen die Annahme machen, dass jemand, der objektiv in einer schweren Sünde lebt, subjektiv eine Art heiliger Sünder im Stand der Gnade ist, ich glaube. Und vor allem nicht, weil ja der Ehebruch ist ja nicht irgendeine, sagen wir, eine schwere Sünde, die deshalb schwere Sünde ist, weil die Kirche in irgendeiner Verordnung angeordnet hat, dass wenn zum Beispiel ein Priester das Gebet und so weiter nicht spricht, dann ist es eine schwere Sünde für den Priester. Aber hier handelt es sich ja um eine Art naturrechtliche oder Natur, ein ewiges ethisches Prinzip, von dem der heilige Paulus sagt, dass Gott es in die Herzen aller Menschen geschrieben hat und dass niemand zu entschuldigen ist, der dem nicht entspricht. Und insofern ist es schwer zu glauben, dass jemand wirklich, der Ehe bricht, ganz unschuldig Ehe bricht. Und darum glaube ich, die Blindheit, sicher sind viele, die nicht erkennen, dass es eine Sünde ist, die nicht mehr es erkennen. Aber meines Erachtens ist diese Blindheit normalerweise eine verschuldete Blindheit, die aufgrund verschiedener Umstände, zum Beispiel irgendwie einer Grundhaltung, wo man nicht wirklich immer das Gute tun will oder wo man Kompromisse macht, indem man sein eigenes Verhalten nicht unterordnet. Zum Beispiel jemand, der sagt, ja, Ehebruch ist natürlich was ganz Schlechtes, das würde ich nie tun. Aber mein Verhältnis mit dieser Frau, das ist nicht eine Ehe, das ist eine höhere Liebe, das ist irgendwie eine wunderbare Sache, das hebt mich über die Konventionen und so weiter. Also man gibt sozusagen seinem Verhalten einen anderen Namen und wird blind dafür, dass es auch ein Ehebruch ist, was man tut. Aber man sagt allgemein, ja, Ehebruch, ganz schlecht, aber was ich tue, das ist sozusagen... Das fällt nicht darunter. Und diese Blindheit ist immer, der Hillebrand hat das sehr gut analysiert, wird immer verursacht dadurch, dass der Wille, dem sittlich Guten, den Verpflichtungen zu folgen, begrenzt ist und zugleich eine Leidenschaft besteht. Und dieser begrenzte Wille, etwas Gutes zu tun, und diese Leidenschaft führt dann zu dieser Subsumptionsblindheit, wo man also nicht mehr das eigene Verhalten unter das allgemeine Gesetz unterordnet. Und das setzt aber auch voraus, dass der Mensch nicht ganz zynisch böse ist. Denn sonst ist ihm wurscht, ob er Ehebruch begeht oder nicht. Wenn er eigentlich nicht Ehebruch begehen will und im Prinzip das Gute will, aber doch diese Leidenschaft hat und sein Wille, das Gute zu tun, begrenzt ist, dann führt das zu einer Art Unbewusstheit, wo er nicht mehr sieht, dass das, was er tut, eigentlich unter die Sache fällt, von der er gerade vorher gesagt hat, dass sie schlecht ist. Dass zum Beispiel diese Blindheit, kann auch in den Fällen, die der Amoris Laetitia beschreibt, vorhanden sein, aber die ist nicht eine unschuldige Blindheit. Die ist eine Blindheit, die eben aufgrund dieser mangelnden ernsten Willen, in allem Gottes Geboten zu folgen und das, was sittlich gut ist, zu bejahen, zusammen mit einer Leidenschaft dann zu diesen Kompromissen führt und zu dieser Art Verdrängung der eigenen Sünde.